Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Part 31. Ja, und wir waren ja gerade, glaube ich, bei diesem Sender Cohen und hier geht's jetzt auch direkt weiter. Ja, wir waren gerade hier bei diesem verrückten Psycho, der hier Leute eingibst, aus welchem Grund auch immer. Ich gehe jetzt einfach mal weiter und guck mal, weil der wollte mich ja hier treffen. Werden Sie darauf zeigen. Mein Quadrichon, mein Meisterwerk. Mach schon. Hab keine Angst. Berühre es. Der Typ ist doch absolut krank. Oh mein Gott. Der gibst dir die Leute ein. Der ist völlig krank, der Typ. Ich hab grad echt Angst. Also der Typ ist völlig krank. Und hier sind unsere Freunde von vorher. Ja, okay. Dann muss ich das jetzt berühren. Ja, dann berühren wir das mal. Ah. Ja, das ist Fitzpatrick. Mit all seinen Macken und Mängeln befreit. Es gibt glänzende Neuigkeiten. In diesem Moment kann ich es erkennen. Da, an diesem Ort sind drei Männer. Alle einstige Schüler von mir, alle verbunden durch ein gemeinsames Band. Betrug! Such sie, kleine Motte, und mache ihre Sterblichkeit in meinem Quadrichon unsterblich. Geh! Sobald sie ihre Belohnung erhalten haben, sollst du die deine bekommen. Und Ryan kennenlernen. Okay, sehr interessant. Also ich muss jetzt anscheinend hier diese Leute fotografieren oder besser gesagt, ich muss sie töten und dann muss ich sie fotografieren und dann muss ich die Bilder, die ich fotografiert habe, hier reinmachen in diese Bilderrahmen und ich glaube, wenn ich alle habe, dann kriege ich irgendwie den Andrew Ryan oder irgendwie so. Und hier liegt eine Waffe. Oh, eine Armbrust. Ich glaube, ich spinne. Wie geil. Tschüss. Ah, okay, der ist jetzt weg. Alles klar. Geile Sache, ich habe eine Armbrust, Leute. Das ist ja wie in Battlefield 3 hier. Geiler Scheiß. Jetzt muss ich die Leute finden. Okay, dann suche ich die mal. Und ich würde es mal sagen, ich gehe gleich mal hier rein. Und ja, dann geht's ja auch lang. Die Tür zum Poseidon Plaza steht dir jetzt offen, kleine Motte. Kleine Motte, was heißt hier kleine Motte? Ich bin eine große Motte, ist das klar? Okay. Ja, dann gehe ich mal hier hoch. Oh. Gestattet, dass ich den Vorhang öffne. Geile Sache, eine Eiswelt. Oh, sehr interessant, aber ich guck mal kurz, was es hier noch gibt. Weil ich muss erst mal einen Shop, glaube ich, oder? Oder gehen wir einfach mal kurz hin, mal gucken, was da so gibt. Willkommen im Zirkus der Werte. Eigentlich brauche ich nicht nix. Brandbolzen, Stickstoffgranate. Ja, okay, lonischer Schrot. Doch, kaufen wir uns ein bisschen lonischer Schrot. So, das reicht mal. Und dann geht's auch schon weiter. Und zwar in die Eiswelt. Obwohl, was ist das hier? Genbank. Nee, da muss ich im Moment nicht hin. Ich gehe mal hier jetzt lang. Ich kann deinen Atem sehen. Okay. Ich kann deinen Atem auch sehen. Oder? Hallo? Hallo? Bin ich noch allein? Oder ist hier irgendwie so ein verrückter Spleißer? Das war gerade sehr gruselig. Und hier sind schon wieder... solche verkrüppelten Menschen, oh mein Gott. Ja, okay, hier ist ein Tagebuch. Der Eismann kommt. Hören wir das mal an. Du glaubst, du kannst mir hier drin den Rest geben? Du alter Spinner? Die anderen Schwachköpfe, die du in die Gefrierkammer geworfen hast, sind wie die Kaninchen in Panik ausgebrochen. Ich habe einfach zugesehen und abgewartet.
Und als sie langsam eingegangen sind, habe ich angefangen zu suchen. Hab mir einen kleinen Splicer-Cocktail gemixt. Wenn du nicht aus der Kälte raus kannst, musst du dein Herz in Eis einpacken. Und dann kommt der Eismann, Thunderbaby. Dann kommt irgendwann der verdammte Eismann. Okay, und das war auch schon der nächste Psychotyp. Alter, mir treffen hier nur kranke Leute. Also langsam wird's hier echt ungemütlich. Aber ich gehe jetzt einfach mal weiter und ich hoffe mal nicht, dass ich den treffe. Wobei, ich könnte ihn ja töten, dann hätte ich keine Angst mehr vor ihm. Das wäre eine Möglichkeit. Da steht jemand. Jetzt ist er weg. Was zum Henker ist das? Soll ich die erschießen? Die sind bloß eingefroren. Ich schlag mal kurz drauf. Waffe wechseln. Und zwar, nein. Ja, genau. Bevor die hier noch aufwachen. Das wäre nämlich gar nicht schön. Ach du Scheiße. Was ist jetzt los? Hallo? Ich bin eingefroren. Ich schätze, der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden herzuschicken. Der Hurensohn will mich hier erfrieren lassen. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. So ein kranker Wichser. Heilige Scheiße, der ist fast tot hier. Oh mein Gott, ich glaube, der ist völlig... Der Typ ist völlig krank. Und ich nehme lieber mal wieder meine Waffe, bevor hier noch irgendwas passiert. Das wäre gar nicht gut. Und zwar meine Schrotflinte. Jetzt soll er kommen, der Penner. Erstmal nachladen. Und jetzt geht's weiter. Okay, da liegt nichts. Mal gucken. Ah ja, hier könnte was liegen. Das mache ich mal. Das bringe ich mal zum Schmelzen, besser gesagt. Oh. Ja. Oh. Auto-Hacker. Geil. Ein Heilpäckle. Heilen wir uns kurz. So, jetzt kann ich das aufnehmen. Und nochmal eine Armbrust. Perfekt. Und natürlich ein Heil... so eine Medi-Station. Eine Medi-Station. Ach du Scheiße. Eine Medi-Station. Genau. Okay, dann töte ich die hier mal. Oh, Scheiße! Oh mein Gott! Das war, glaube ich, sehr falsch. Was ich hier gerade gemacht habe. Limit erreicht, Verbandskasten. Ach so, ich habe gerade gedacht, was steht da rechts oben? Ja, okay, Komm her, du Sauhund! Wow. Ich hab ihn. Das war erfrischend. Mach ein Foto von ihm und setz es in das Quadrichon ein. Ich fühle mich so voll wie ein schwangeres Weib. Er fühlt sich wie ein schwangeres Weib. Sehr interessant. Oh mein Gott, guckt euch mal die Hackfresse an. Bäh. Einfach nur eklig. Frotzenfleit. Field. Oder was steht da? Ich kann es hier gerade irgendwie gar nicht richtig lesen. Ja, egal. Oh, lasse deine Gegner mit dem Frozen Field heißt es. In der Kälte stehen. Das machen wir doch mal. Yes. Yes, we can. Jetzt muss ich ein Foto machen, oder? Ja, machen wir einfach mal ein Foto. So, ich glaube, das reicht. Oder? Machen wir Nummer 1. Ah, ne. Ja, jetzt setze das Bild in den Rahmen ein. Mal sehen, was wir da haben. Ja, genau, das würde ich auch sagen. Dann geht's weiter und zwar... Oh.
Eine Kiste mit Granaten. Ja, eine Kiste mit Granaten und es sind keine Granaten drin. Ja, das ist ja mal wieder sehr schön. Ich muss hier durch, oder? Nee, ich muss zurück, aber ich würde mal gern hier durchgehen. Das mache ich mal kurz. Oh. Da gucken wir doch gleich mal rein, würde ich sagen. Wo bin ich hier? Oh mein Gott. Ich gehe wieder zurück, ich habe Angst. Schnell raus hier. Schnell, schnell, schnell. Ich hoffe mal, dass kein Splicer kommt jetzt. Weil das vermute ich gerade stark. Aber jetzt gehe ich einfach mal runter. Oh nein, eine Sicherheitskammer. Oh! Alter, ist die Armbrust geil. Leck mich am Socke, hey. Okay. Oh nein. Alter, wie schnell sind die eigentlich? Alter. So ein Loser. Alter, was ist das für ein Big Daddy? Das ist voll der aufgetunte Big Daddy. Alter Schwede. Hallo. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, ich glaube, ich töte ihn. Ja, du wirst sterben. Eiskalt sterben. Ja. Okay, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Oh, aua, heiliger Judas. Ah. Yes. Es tut mir leid. Alles wird gut. Keine Sorge. Ich heil dich auch dafür. Ich rette dich. Alles wird gut. Doch, ich werde dich retten. Und eine Little Sister mehr. Danke. Danke. Die Kleinen hatten nie jemanden, um den sie sich scharen konnten. Außer mir. Und ich bin ja nicht der Rede wert. Du gibst ihnen Hoffnung. Und dafür bin ich dankbar. Ich werde dir etwas schicken, um dir unsere Dankbarkeit zu zeigen. Das wäre sehr nett. Elite-Bouncer. Oh. Ja, okay, der hatte bloß Geld bei sich, aber... Dann füge ich noch schnell das... Im nächsten Part füge ich das Foto hier hinzu, glaube ich. Oder doch, machen wir es einfach, komm. Es wird immer Zweifler geben. Du zweifelst doch nicht an mir, oder? Ich könnte einen Zweifler nie in meiner Nähe dulden. Ja, okay. Und an der Stelle werde ich den Part auch beenden. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in Part 32 von Let's Play Bioshock. Ja, okay, dann hoffe ich, dass ich in dem nächsten Part alle Bilder finde. Das wäre sehr amüsant. Ja, okay, also bis zum nächsten Mal. Ciao.